Also du hast jetzt ein Vers kannst du jetzt nicht nennen, quasi, wo ganz deutlich wird, hier ist es mit Treue zu übersetzen, Treue zum Evangelium, Treue zum Herrn Jesus, um gerechtfertigt zu werden oder Frieden mit Gott zu haben. Ich würde Johannes 3,16 ganz klassisch nehmen. Okay. 3,16, da würdest du was sagen? Also, ich wollte eigentlich später erst darauf ein, aber ja, dass wer beharrlich den Herrn die Treue hält, ewiges Leben habe. Okay. So würde ich es alternativ übersetzen können. Also, ihm die Treue zu halten, ihm zu vertrauen oder auch zum Glauben. Weil, wie gesagt, dieser Glaube ist nicht einfach nur Glauben nach unserem Sprachverständnis, sondern dass dies ein Vertrauen, eine Treue beinhaltet, beharrlich zu glauben, beharrlich ihm nachzufolgen, die Treue zu halten. Ich würde hier halt zum Kontext gehen von Johannes 3,16, ne? Und der Herr Jesus füllt das ja selbst, wie er das hier verstanden haben möchte, ne? Indem er in Abvers 14 beginnt und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was ist da passiert in der Wüste? Da wurde eine Schlange aufgestellt und man hat auf sie geschaut, ne? Und jeder geglaubt hat, hat dann drauf gesehen. Wie bringst du das jetzt? Also ich würde sagen, vom Kontext her ist das eine denkbar schlechte Stelle, um sich darauf zu beziehen, weil gerade vom Kontext her wird hier Glaube definiert. Und dieses an ihn glauben, das ist ein technischer Begriff. Also ich möchte auch eine Buchempfehlung hier aussprechen an dieser Stelle. Faith in Jesus, What Does It Mean to Believe in Him von Edwin Aaron Ediger. Also und der arbeitet hier sehr, sehr exegetisch, der geht alle Stellen durch und das ist ein sehr technischer Begriff, den muss man exegetisieren, den muss man studieren. Was heißt das? Ja, aber die Schlange, die in der Wüste erhöht wurde und jeder, der darauf schaute, weil er es glaubte, hatte Heilung erfahren. Aber man muss sie auch vertrauen. Man kann es auch mit Vertrauen übersetzen, dass derjenige darauf vertraut hat, dass das wirklich jetzt diese Schlange mir Heilung schenkt. Sagte ich ja auch in meiner Eröffnung für Dukia, dass das auch Vertrauen meint, ne? Dass ich das persönlich, dass ich mein ewiges Heil, mein ewiges Schicksal oder Davonkommen ihm anvertraue. Das gehört dazu. Also nicht nur bestätigen für Wahrhalten, sondern auch dieser Vertrauensaspekt, dieses Persönliche. Das eine ist, ich glaube, dass eine Proposition wahr ist oder mehrere Propositionen, also Aussagen, ne? Zum Beispiel Sohn und auch gestorben und auferstanden, leiblich und so weiter. Aber dann kommt noch ein psychologischer Aspekt hinzu und das ist dieses Vertrauen, das habe ich ja angesprochen. Aber hier im Kontext ist das denkbar schlecht, ne? Weil wie die Schlange erhöht wurde, so muss der Sohn erhöht werden, weil man hat auf die Schlange geschaut und vertraut und wie auf Jesus schaut und vertraut, der wurde geheilt, ohne irgendein Werk zu verrichten oder Gehorsam zu üben, sondern wirklich durch den Glauben eben. Ohne Gehorsam zu üben? Notia, Ascensia und Fiducia. Okay, Entschuldigung, zum Verständnis, du hast eben gesagt, ohne Gehorsam zu verüben. Also das war kein Gehorsamsakt, keine Werke des Gehorsams. Auch im Kontext von Johannes 3? Kein Gehorsam? Also so wie hier, ne? Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Okay. Also genau, er nennt ja, wie das zu verstehen ist, das Glauben, mit der Schlange als Beispiel, ne, parallel, dort wurde nicht irgendwie hier geht und speist jetzt die Armen, gebt euer ganzes Geld her, folgt Mose nach, gebt alles auf, nein, Schlange wurde aufgestellt, auf sie schauen, im Glauben und Vertrauen, also Glauben, welcher Vertrauen natürlich ist. Und im Gesamtkontext von Johannes 3 fordert er kein Gehorsam auf, der Herr Jesus. Fordert er nicht zum Gehorsam? Im Gesamtkontext von Kapitel Johannes 3? Er spricht ja von der Wiedergeburt, dass du wiedergeboren werden musst. Okay. Ja, also du brauchst eine geistliche Wiedergeburt. Das fängt ja dann, wenn wir schon beim Gesamtkontext sind, damit an, dass es eine Geburt von Gott ist, nicht durch den Willen eines Menschen, ne, sondern eben durch Gott. Ne? Und welche durch ihn Glauben allein. Auf, welche ihn durch den Glauben aufnahmen. Ne? Die haben ihn aufgenommen im Glauben.
denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein und dann durch die Wiedergeburt, ne? Das.